Hallöchen und weiter geht's mit Marvel Future Feind. Ich würde sagen, wir ändern erstmal unser Team und nehmen auf jeden Fall unseren Iron Man mit ins Boot. Beitreten, dann wählen wir aus, wen wir nicht mehr haben wollen. Die Braut kommt erstmal weg. Team 1 wurde aktualisiert. Wir gehen erstmal auf zurück und zocken die Mission nochmal aus dem letzten Let's Play. Da haben wir ja ganz schön abgekackt. Was heißt Jan Schön, das war in letzter Sekunde, von daher. Dumme Lofen hätte anders kommen können, ist es aber leider nicht. So, wir zwischen weiter und gucken, ob wir das jetzt besser machen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was wir hier so reißen jetzt. Wichtig ist, dass eure Champions öfter mal wechselt, weil dann sind die Special-Teile von denen wieder aufgeladen. Und so könnt ihr natürlich leichter eure Gegner auseinanderfetzen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Mache ich gerne so. Von daher könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht für mich ein paar Tipps habt, die relativ cool sind und die ich beachten sollte, um hier relativ erfolgreich zu zocken. Wie ich meine Champions hier weiterentwickle und. Könnt ihr mal auch mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Schreibt das auf jeden Fall mal rein und gebt mir auf jeden Fall ein paar coole Tipps. Wäre auf jeden Fall richtig lässig von euch. So, bis jetzt haben wir uns relativ gut verkauft. Auf jeden Fall besser als in der letzten Runde, im letzten Let's Play. Von daher denke ich schon, dass es was werden kann. So, jetzt holen wir hier Kollega und kacheln hier nochmal rüber. Genauso sieht's aus. Zack, zack. Machen wir das Ding auf jeden Fall noch einen Arsch und zwischen hier weiter. Gucken, was wir hier noch für Gegner haben. Der geht ab, der Typ, ist ja unklar. Jo, richtig lässig, richtig gut. Hier haben wir noch eine Tonne, die wir zerstören und zwischen hier weiter. Oh, da ist der Endgegner schon am Start. Luke Cage, gucken, ob wir den besiegen können. So, dann würde ich sagen, zocken wir erstmal mit dem Ghost Rider und gucken, was mit dem so geht. So, dann wechseln wir gleich mal zu Iron Man und machen mit dem gleich nochmal Bambule. Dann holen wir hier unseren Captain America und machen mit dem nochmal richtig Action. Können jetzt natürlich wieder unseren Ghost Rider mit ins Boot holen. Jo, ich wette, den Kampf hier gewinnen wir heute. Jetzt sieht es relativ lässig für uns aus. Jo, den Kampf haben wir gewonnen. Haben wir auf jeden Fall alles wieder gut gemacht. Mission ist abgeschlossen. Ich mache hier erstmal einen Screenshot von meinen nächsten Typen. 2 Sterne haben wir leider nur, aber darauf ist geschissen. Wir haben uns auf jeden Fall wieder ein Stück weiterentwickelt. Von daher würde ich sagen, sind wir auch erstmal durch für heute. Was sagt ihr? Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Hat der unwürdige Gott in der ... Abtillist. Wir sind auf Stufe Nummer 5. Nur mal so zur Info. Können wir hier aufklicken. Nicht verbunden. Spiel. Einfingersteuer. Ah, hier können wir nochmal die Steuerung verändern. In Einstellungen. Nur mal so zur Info. Können wir uns hier natürlich Infos angucken. Hier die Spracheinstellung und. Cool gemacht. So, dann haben wir hier so eine Teile. Damit können wir uns natürlich, damit können wir kämpfen. Die brauchen wir, um in den Kampf zu gehen. Da brauchen wir euch auf jeden Fall nichts erklären. Was ist mit der Arena? Zeitstrahlkampf, Vorbedingungen, normal, Modus 3-1, Shit in der Defensive gemeistert. Okay, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, bis wir weiterkommen. Wie gesagt, wir sind erstmal durch mit Marvel Future Fight. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, dranbleibt beim Zocken und. Wie gesagt, viel Spaß noch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.